Hans Reisinger die Möglichkeit geben. Wir haben jetzt schon so köstliche Menügänge auch hinter uns gehabt. In den Unterlagen gibt es dazu die Rezepte ganz hinten in diesem Folder dabei. Aber wir wollen ihm einfach auch ein bisschen erklären lassen, wie er sich tut oder wie er sich getan hat mit der Verarbeitung, mit der kulinarischen Veredelung noch unserer heutigen Früchte. Und ich schaue jetzt einmal kurz runter, wie Stand der Dinge ist. Eigentlich sollte es soweit sein, weil wir sind eh schon für die Stunde zu spät. Ich komme gleich wieder rauf. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier ein paar kleine Segmente, die ich vorbereite, den Geschmack von ein paar Wildobstarten, die wir hier auch heute in den kleinen Gerichten mit serviert haben. Ich fange vielleicht ganz kurz an bei den Gerichten, die ich serviert habe. Es war am Anfang unten im Foyer ein Kuchen, ein Brioche mit Titan, Vogelbeere und die Aronienbeere, pulverisiert als Mehlanteil für den Brioche. Und mit Radicchio kurz in der Butter glasiert und den Teig mit eingeschlagen und somit als geschmacklicher Verstärker serviert. Im ersten Gang war dann Wirsingkohl mit Apfel, etwas Sauerrahm, Hirnsaft, Brot, Hirnsaft und das Ganze vermischt mit getrockneten Dirndl, die am Stein getrocknet wurden. Die Schamonadirndl sind etwas größer, am Stein getrocknet und dann mit dem Messer einfach fein runtergeschnitten. Somit die Zitrusnoten, diese Frucht, die hohe Konzentration als Kontrast zum Wirsingkohl und den Äpfeln. Parallel dazu war wieder Dirndl, aber Dirndl mit roter Rübe. Rote Rübe gekocht, geschnitten in kleine Würfel und mit frischen Dirndl von den Kernen runtergeschnitten, leicht erwärmt und einfach so serviert. Dazu dieses Gruyère-Röllchen mit Kürbis und etwas Thymian. Als weiteres haben wir diese Ravioli, Zitronenteig, ein Zitronennudelteig, Vollkorn, etwas Fischkäse und die Sammelsandkorn in Butter. Die Gerichte sind alle ohne Salz. Quittenessenz, Tierquitten, Apfelquitten, Birnenquitten, einen Auszug hergestellt, reduziert und die Gerichte dazu waren Dinkelvollkornmehl mit Hagebutten. Hagebutten getrocknet, pulverisiert mit den Kernen als Aroma- und Geschmacksgeber. Und jetzt habe ich hier diese Sequenzen für Sie vorbereitet, wo in diesen Kästchen drinnen das grüne Dickerl, da ist noch die Kornettkirsche. Kornettkirsche in Sachen. Es sind Löffel auf den Tischen eingestellt, bitte die Teller durchgehen, nehmen Sie etwas raus zum Probieren, aufs Löffel geben und probieren. Und weitergeben. Bei den gelben Dickerl, die helle Substanz ist Vogelbeere, etwas herb im Geschmack. Und dann haben wir Titan, die Kreuzung Vogelbeere, Aronienbeere. Und alles ist naturbelassen. Alles, nichts wurde verändert. Rein die Essenzen, die Auszüge. It's just to try the different fruits. There are some spoons here in the table, look here. Nein, einen Löffel, was rausnehmen, probieren das nächste. Ganz einfach. Ja, genau. Es geht mir darum, bei diesen Proben, ich hoffe, dass Sie sind schon dran. Ja. Wunderbar. Es dauert natürlich ein bisschen, bis alle hier durchprobiert haben. Also das Löffel von der Tasse rausnehmen, aufs eigene Löffel geben und dann probieren. Dann geht das relativ schnell. Als nächsten Gang, nach der kleinen Verkostung hier, gibt es dann etwas
ein Margarita-Ragout mit Vogelbeeren, Nockern und ohne Salz. Das Ragout ist schon mit Salz, ist klar. Das Fleisch ohne Salz schmeckt nicht. Aber bei Gemüse und Kräutern, bei diesen Säften kann man schon ein bisschen spielen. Mir geht es nur darum, dass man einfach bewusst diesen Geschmack wahrnimmt, was da drinnen steckt. For me is it very important to get the real taste of the food, the real taste of the fruit, the wild different shapes. And that's everything. I don't use salt when I cook, because it's not necessary. Some, like a main dish, the ragu of pork, wild pork, it needs some salt if you make a ragu. But usually I think it's very plain, it's strange if you get the natural taste of a product. So, grün. Wenn ich muss schauen, was. Grün ist Kamelkirsche, gelb ist die Vogelbeere und das rote ist die Titan. Vogelbeere, Kreuzung, Aronienbeere. Wir haben jetzt den zweiten Durchgang. Parallel dazu auf der anderen Seite beginnen wir mit dem Pulver. Wir haben Hagebuttenpulver getrocknet pulverisiert, Aronienbeere getrocknet pulverisiert und Schlehe. Schlehe nur eingekocht als Konzentrat. Der natürliche Geschmack von den Schlehen, der natürliche Geschmack von den Hagebutten, auch da gibt es viele Arten. Welche Hagebuttensorte nehme ich? Das ist von fruchtig, lieblich bis hinauf astringierend. Natürlich immer sehr viel Vitamin C, sehr hoher Säureanteil, aber irrsinnig gesund. Wird auch in der Naturmedizin verwendet für spezielle Anliegen. Und das Würzmittel fantastisch. Ich habe es nur bei Brot, bei verschiedenen Soßen, bei Nockern verwendet und auch die Essenzen zum Abschmecken von Soßen. Einfach um ein bisschen hineinzufühlen, was in diesen tollen Produkten drinnen steckt. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ja, hat schon, ja. Bitte? Ich persönlich bevorzuge die Wildrosen. Also aber keine spezielle Art in der Regel. Na, von den Wildrosen die Früchte getrocknet pulverisiert. Das ist der Powder. Der Powder of Aronia. Okay, der Bark of the Hagebutten. Was ist der Hagebutten? This is the chance of sleep. Yeah. It means it's without sugar. There's no sugar in there. It's just. This is the blueberry aroma. Yeah. And this is the ingredients. There's a Vogelbeer Aronienpulver. In der Tasse, das ist das Gewürz für die Nocken bei der Abspeise. Zum Trocknen der Früchte. Ich persönlich, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt wunderbare Trockengeräte, wo man die Beeren auf Papier, auf Roste gibt und sie langsam trocknet. Bei optimal 35, 40 Grad. Optimum. 45, viel drüber, höher sollte man nicht hinaufgehen, aufgrund der Inhaltsstoffe, damit da nicht zu viel verloren geht. Auch der Farbstoff bleibt besser erhalten, wenn man in diesem Temperaturbereich bleibt. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man kein Trockengerät hat, das Backrohr eingeschaltet über Nacht, 40 Grad und einfach trocknen lassen. Oder wenn man die Möglichkeit hat, einen großen Kachelofen oben drauf stehen und langsam trocknen. Wichtig ist, gleichmäßig, nicht zu stark. Es kann ruhig ein bisschen runterkühlen, wieder warm werden. Man muss ein bisschen Zeit geben, dem Produkt. Und so kann man
so wie ich heute schon den ganzen Sommer über getrocknet habe, pulverisiert habe, Essenzen gemacht habe, kann man sich den ganzen Wintervorrat und vor allem in der Küche zum Kochen ein riesiges Repertoire an Würz- und Genussmitteln, Geschmacksverstärker, natürliche auf Vorrat legen. Schau, da ausstechen, sie steht auf, du legst auf und der Seite. Hergezaubert und herauf serviert und uns auf die Tische gezaubert hat. Hans? Was soll ich dazu sagen? Ich nehme an, ihr seid alle zufrieden gewesen. Und abgesehen davon, dass vielleicht das geschmacklich etwas anspruchsvoll war teilweise. Aber vor allem möchte ich mich bei meinem Team hier, ich unterrichte auch an der Tourismusschule, der Filmbergschule in Wien, 22 und Loretta im Donauzentrum und in der Hertha-Vierenberg-Schule. Und das sind Schülerinnen von mir, nicht alle, aber der Großteil, die in die zweite Klasse gehen, sprich 15 Jahre, sind und teilweise drüber. Und die sind heute hier und haben die Möglichkeit, extern von der Schule hier, in dieser Schule, in diesem wunderbaren Gelände hier, zu arbeiten, zu kochen, servieren, Wildfrüchte kennenzulernen, den Umgang, den Geschmack, ein bisschen die Eigenheiten und Motivation für ihre Fachprüfung, die sie in ein paar Jahren ablegen werden, haben und Erfahrung sammeln können. Ein herzliches Dankeschön, mein Team der 2FGA plus Stefan Bauer, Nicole Wurzenberger, Nadine Schnobel, das sind ehemalige Schüler von mir, die bereits
einige Jahre weg sind von der Schule, studieren und immer wieder hier zurückfinden. Danke. Herr Bronner ist ja eine Legende in der Wiener Kopfszene, ein Urgestein und der vieles bewirkt hat und vieles dazu beigetragen hat, dass die Gastronomie in gewissen Kreisen, auf gewissem Niveau wirklich top ist und auch viele junge Leute ausgebildet hat. Lieber Johann, ich habe das erste Mal so ein Seminar besucht. Ja. Es war wirklich für mich, ich komme selber aus der Gastronomie, ich habe wieder was dazugelernt. Es war eigentlich kulinarisch und lehrreich wieder für mich. Und ich kann nur sagen, recht herzliches Dankeschön, dass ich hier sein durfte.